Moin und Mädel, liebe Leute. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hatte eine wunderschöne, ruhige Woche. Ich habe mir gar nichts von Rainerlei gegeben. Es war wirklich mal entspannt. Es war ein kleiner Kurzurlaub. Es war wunderschön. Ne? Und ich hatte tatsächlich auch überlegt, warum machst du das eigentlich noch? Rainer liefert nicht mehr. Es ist absolut langweilig, was er so macht. Aber dann haut er gestern einfach nochmal so einen kurzen Stream raus, ne? Einen kleinen, kurzen Heuli-Stream. Hat nicht wirklich geheult, aber man merkt, er war irgendwie kurz davor. Und da sind ein paar Infos gedroppt worden. Oder so ein paar Randnotizen, die Rainerle in den Raum geworfen hat, die ich sehr, sehr spannend fand. Ne? Und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht viel Zeit, sondern wir schauen direkt mal rein. Ne? Wir schauen beim lieben Ranger. Grüße ihn raus, der hat den Stream nochmal zusammengefasst. 17.04. Fehler gemacht und Mona weg, Fragezeichen. Na? Wir schauen mal. Schauen wir mal rein. In der letzten Zeit so wenig Streams und Videos kommen. Es ist momentan immer irgendwie schwierig gewesen, mal einen ruhigen Ort zu finden. Fakt ist, ich bräuchte irgendwann mal langsam Hilfe von Seiten der Regierung oder irgendwas, damit ich endlich mal wieder mir eine Wohnung zulegen kann. Ja. Fakt ist, er braucht endlich mal Hilfe von der Regierung, damit er sich eine Wohnung oder irgendwas zulegen kann. Ja, wer kennt es nicht, ne? Wer braucht nicht ständig Hilfe von der Regierung, um sich eine Wohnung zuzulegen? Ja, Rainerle, let's go. Geh zum Amt, melde dich arbeitslos, ne? Und dann wird dir auch geholfen. Aber du gibst ja so gerne an, du verdienst so zwischen 7.000 und 8.000 Euro im Monat. Da geht die Regierung oder das Amt davon aus, du bist selbstständig in der Lage, dir eine Wohnung zu suchen. Hm? Aber ja, natürlich brauchst du Hilfe bei sowas. Oder irgendwas Vergleichbares, denn letzten Endes ist es aktuell so, dass ich mir nicht mal hergehen kann und eine Wohnung suchen oder eine Wohnung holen, weil ja immer sofort klar ist, dass die Hater da auftauchen und dementsprechend natürlich sofort wieder die Leute anfangen, Scheiße zu bauen. Ja, aber Rainer, das war doch von Anfang an klar. Also das ist ja jetzt nicht so, dass das plötzlich seit dieser Woche so ist. Das ist seit 8 verdammten Jahren so, Rainer. Ne? Dass die Leute dich aufsuchen, weil du halt so ein Magnet bist. Ne? Du bist so anziehend durch deine ganzen provokanten Aussagen. Ne? Du hast doch selber sogar in einem deiner letzten Videos gesagt, sucht mich doch, ihr lieben Hater. Ja. Und die Leute suchen dich. Hey, komisch, ne? Komisch. Ja. Aktuell nicht so einfach, das Ganze. Es tut mir, wie gesagt, auch leid, dass es mit dem Streamen aktuell so schwer ist. Wieso soll das schwer sein? Du hast doch einfach keinen Bock. So ist es. Und warum hast du dir von diesen utopischen Umsätzen, die du ja bekommst durch YouTube, nicht mal ein aktuelles, gutes Mikrofon zugelegt. Ne? Kann doch nicht sein, dass du immer noch mit diesem Laptop-Mikro da arbeitest. Du bist YouTube-Profi, Rainerle. Bitte. Zwar kommen Sie sehen, dass es schwierig ist, wenn ich unterwegs bin. Allerdings hatte ich nicht mit den Komplikationen gerechnet, mit denen ich aktuell zu kämpfen habe. Ja, es tut mir auch leid, dass ich... Ach, Rainerle. Jeder hat es gewusst. Ne? Du bist raus aus deiner sicheren Schanze. Du hast keinen Zaun mehr um dich rum.
Du hast absolut schlechtes Equipment, aber für teuer. Und ja, du wirst überall erkannt mit deinem wunderschönen blauen Gefährt. Ne? Jeder wusste, dass das in die Hose geht. Außer natürlich du, Rainerle. Außer du. Ich immer mit Bild aktuell streamen, aber ich kann natürlich schlecht hergehen und streamen von wo aus ich bin, weil Warum nicht? Beziehungsweise dann such dir halt einen neutralen Hintergrund. Aber warum zeigst du dich nicht mehr? Warum zeigst du diese Uraltbilder? Wo du ja tatsächlich noch ja, ein paar Kilo weniger auf den Rippen hattest. Haare lang. Und ja. Also diese alten Bilder, die sind ja natürlich utopisch, wenn man die mit heute vergleicht, ne? Aber da sieht er noch zumindest aus wie, ja, ein Mensch mit Träumen und Visionen. Ja, wenn du damals schon gewusst hättest, ne? Ja, hättest du genau dieselben Fehler wieder gemacht. Hast du ja schon mal gesagt. weil das natürlich sofort zu Problemen führen würde. Es tut mir leid, ich bin heute nicht ganz auf der Höhe. Bin ein bisschen angefressen, oder? Oder was heißt angefressen? Nicht, ich bin ein bisschen traurig. Traurig. Ah, genau. Ja. Er möchte natürlich ein bisschen Mitleidsbarren abgreifen, ne? Natürlich. Deswegen streamt er. Ihm geht's gerade nicht so gut. Oh, ihm geht's so schlecht. Er kann keine Wohnung kriegen. Oh. Wo sind die Mitleidsbarren? Aber ich möchte jetzt nicht, wie gesagt, in die Öffentlichkeit tragen, es geht keinem was an. Ach so, ach so, ach so. Es geht kein was an. Mal sehen, ob das so bleibt. Ich habe leider jetzt erst mein Abo gekündigt zum Mai. Das kannst du natürlich gerne machen, aber ich kann halt leider nicht hergehen und sagen, ja, ich streame jetzt wieder mehr mit Bild, weil wenn ich in Hotelzimmern und so weiter bin, dann kann man natürlich schlecht das Ganze verfolgen. Wenn ich jetzt bei Freunden auf der Couch bin, kann ich schlecht das Ganze machen. Wieso nicht? Woran soll ich diese Couch erkennen oder in irgendetwas festmachen? Ich verstehe nicht, Rainer. Was hindert dich daran, mit Bild zu streamen? Also mit Kamera, Bild. Als wenn irgendjemand den Hintergrund eines Hotels erkennt. Solange da nicht irgendein Name steht oder irgendwas, kann das ja sonst wo sein. Gut, wird Raum Nürnberg, Franken irgendwo sein? Höchstwahrscheinlich, aber trotzdem. Und ja, du auf der Couch eines Freundes, ganz bestimmt. Wenn ich jetzt irgendwo, keine Ahnung, mitten in der Pampa bin, geht es vielleicht ein bisschen einfacher, wenn ich mobil bin und unterwegs bin. Aber wenn ich jetzt hier zu Hause irgendwo bin, ist es, zu Hause, Quatsch. Wenn ich jetzt hier im Hotel irgendwo bin, ist es natürlich nicht so einfach. So. Zu Hause. Interessant, Rainer. Du wurdest ja auch schon mit Marion bei Rewe gesichtet, ne? Ja. Wie geht's dir? Ehrlich gesagt, geht's mir im Moment ziemlich schlecht. Im Moment läuft eine systematische Zerstörung eines Menschen, also meine systematische Zerstörung. Ach, Rainer. Ja, seit 8 verdammten Jahren läuft diese systematische Zerstörung. Meine Güte, diese systematische Zerstörung, an der du selber teilnimmst. Ne? Du bringst das alles doch nur voran. Du zerstörst dich doch selber. Dein Körper, deine Psyche. All das wird von dir selber zerstört und torpediert. Und die Hater, ja, die sind der Spiegel. Die zeigen dir, herein, so geht's nicht. Aber wie reagiert man dann darauf? Natürlich, man zerstört sich weiter selber. Wie gesagt, da läuft momentan viel im Hintergrund, auf das ich jetzt eingehen möchte. Ja, aber gut. Erwähne es ruhig nochmal. Erwähne ruhig, dass da noch so viel im Hintergrund läuft, so viel passieren wird. Qualität kommt jetzt. Bla bla bla. Ja.
Hat aber hoffentlich nichts mit deinem Freunde zu tun. Wie gesagt, letzten Endes geht es um nichts, was euch was angeht. Dann rede doch nicht darüber, ach Mann, Schreiner. Jedes verdammte Mal muss man dir sagen, dass du dann auch einfach mal die Klappe halten solltest. Ne? Geht euch auch dementsprechend meine Freunde natürlich nichts an. Aber das, wovon ich jetzt gerade rede, eher weniger. Also wie gesagt, es geht euch nichts an. Also möchte ich auch gar nicht groß drüber reden. Jedenfalls bin ich im Moment ziemlich im Eimer. Hat sie schon ein Center gemeldet? Nein. Ich habe früher immer gedacht, dass es mir schlecht ging, aber aktuell... Ja, im Moment ist es wirklich alles übel. Wir können mal ein anderes Bild reinmachen, oder? Ja. Ach Gott. Oh mein Gott. Rainer, was hast du eigentlich für Bilder auf deiner Festplatte? Wirklich. Und ja, früher ging es dir schon schlecht, aber jetzt, oh, jetzt geht es ihm so, so dreckig. Ne? Der Arme. Spendet gefälligst, liebe Drachis. Nee. Wie wär's denn damit? Oh, ja, besser. Sehr viel besser, Rainer. Ich glaube, er sieht sich da wirklich als den Badass-Meddler, ne? Aber dass seine Haare ungepflegt sind, dieser Bart absolut ungepflegt und strubbelig. Schrecklich, Reinhard. Siehst aus, ja. Wie jemand, der auf Spielplätzen kleinen Kindern hinterherläuft. Ja. Meinen neuen Wohnort veröffentliche ich gar nicht. Das habe ich außerdem gar keinen Wohnort. Ich dachte mir früher, ich stehe mit dem Rücken zur Wand, aber es war... Rainer, früher mit dem Rücken zur Wand, du hattest ein eigenes, abbezahltes Haus und Hof, ne? Aber du hast ja auch immens Schulden angehäuft, weil du ja absolut keine Selbstkontrolle hast. Von wegen mit dem Rücken zur Wand. Du hattest jederzeit die Möglichkeit, mit YouTube aufzuhören, zum Amt zu gehen und zu sagen, ich brauche Hilfe. Oder einfach wieder zu arbeiten. Aber das hat dein kleines Ego ja nicht geschafft. Du wolltest ja unbedingt mit dem Kopf durch die Wand. Und willst du ja immer noch. Du willst unbedingt den Leuten zeigen, was für ein toller Typ du bist. Versuchst immer wieder, dass dir irgendwie dieses Image von einem freundlichen Menschen aufzubringen. In Videos, in Streams. Du wärst so gerne wie Gronkh. Das kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Du wärst so gerne wie Gronkh, der nette, liebe Onkel von nebenan, der Videospiele spielt und kommentiert. Auf eine lustige Art und Weise. Aber das hast du nie geschafft, weil du einfach widerlich bist. Außen wie innen. Ne? Deine Körperpflege und alles Mögliche und deine ganzen Lügen. Ne? Alles an dir ist einfach nur widerlich. War halt einfacher, als man einfach nach Hause gehen konnte. Ja, siehst du, genau. Du hattest dein abbezahltes Haus, was du heruntergewirtschaftet hast. Bis zum geht nicht mehr. Du hast es von innen nach außen zerstört und von außen auch, als du dann zum Beispiel die Fassade abgekirchert hast. Warum auch immer. Ne? Und das hast du dann Reinigung genannt. Unterwegs war. Jetzt, wo man gar kein Zuhause mehr hat, es tut mir leid, ich kann gerade irgendwie nicht richtig reden, wie ich das möchte. Ich bin gerade irgendwie ziemlich befangen. Ich möchte über viele Dinge sprechen, aber ich möchte zum Beispiel das Thema Hater ausklammern. Ja. Und wirst du es tun? Spoiler, nein, wird er nicht. Dementsprechend kann ich natürlich über viele Sachen komplett gar nicht sprechen. Ja, über gar nichts. Dein einziges Thema, Reinalde, sind die Hater. Wirklich. Mein Thema Beziehung geht auch niemandem was an. Also alles, was bisher gesagt wurde, ist ja schon gesagt worden. Ja, und das war's. Privatleben geht keinem was an. Beziehung geht keinem was an. Aber wir machen natürlich ein Video zu einem Heiratsantrag. Ne? Aber bitte frag nicht nach.
Das geht keinem was an. Mir geht's so schlecht. Bitte frag nicht nach, es geht keinem was an. Hater möchte ich nicht drüber reden, aber sonst habe ich auch kein anderes Thema. Ja, und ein anderes Thema habe ich derzeit nicht. Ah, ja, danke. Danke, dass du mich nochmal bestätigst, Rainer. Du hast keine anderen Themen. Seit Jahren schon nicht. Und momentan spielst du ja nicht mal. Du streamst ja nicht mal irgendein Spiel. Das war ja zumindest noch so dein anderer Content, der absolut langweilig war, den sich kein Mensch angeschaut hat. Ich suche im Moment nach wie vor eine Wohnung. Keine Ahnung, ob ich da jene Antwort kriegen werde oder jene Möglichkeit dazu bekommen werde. Im Moment ist es alles ziemlich scheiße. Ich wünschte, ich könnte mich einfach hinstellen und sagen, okay, ich kaufe mir jetzt einfach ein neues Haus und dann mache ich da mein Ding. Viele werfen mir immer vor, dass ich über so vieles immer triggere und alles und dass ich immer so viel Zeug in die Richtung mache. Dabei. Ja. Wie gesagt, in deinem letzten, ich weiß gar nicht, ob es Video oder Stream war, ich glaube, es war Stream, hast du gesagt, sucht mal, ihr lieben Hater. Ne? Also, wenn du das nicht als Provokation ansehen kannst, dann weiß ich auch nicht weiter. Dann brauchen wir eigentlich gar nicht weiterreden. Ist das nie meine Absicht gewesen? Ich wollte eigentlich immer nur einfach meine Meinung für euch verbessern und meine Meinung sagen. Und wir sagen dir unsere Meinung. Ne? Wir sagen dir unsere klare Meinung zu deinem Content und deinen Aussagen. Und die sind beachtenswert, deine Aussagen und dein Content. Bestimmten Punkten und Themen. Und da waren halt auch oft, oder sehr oft auch die Hater das Thema. Aber jetzt, letzten Endes ist es halt so, dass das halt nicht alles ist so. Ich weiß halt gar nicht, was ich sagen soll, ohne dass es halt gleich wieder irgendjemanden triggert. Kannst nicht. Ja. Such dir doch einfach mal irgendein Thema, über das du reden möchtest. Zum Beispiel der Metal. Ne? Das war ja mal dein Anfangsthema. Aber selbst da schaffst du es ja, die Leute zu triggern. Weil du bist ja, oder du stellst dich ja immer als den größten Metal-Fan hin, den es auf dieser Welt überhaupt gibt. Aber dann haust du irgendwelche Fakten raus, die völlig falsch sind. Zum Beispiel dein Time of Metal über Nirvana. Ne? Über Kurt Cobain. Also, schön, Rainerle? Wirklich schön gewesen? Einfach irgendwelche Wikipedia-Fakten und überhaupt keine Ahnung von der Band haben. Und dann, ja, natürlich sagen die dann Leute, Rainer, das ist totaler Mist, was du hier erzählst. Und dann sagst du, nein, ich bin hier der größte Metal-Fan überhaupt. Ich weiß ganz genau, was ich hier mache. Ich mache das schon immer so, bla bla bla. Bei ihr wohnen. Weiß nicht, wem es schon aufgefallen ist, aber viele greifen jetzt auch mal Freundin an. Ja. Und zwar, weil du sie auch in die Öffentlichkeit gezerrt hast, in dieses Drachengame hinein. Und dein Anwalt hat es schon mal gesagt. Jeder, der sich mit diesem Drachengame befasst oder einen Fuß in dieses Drachengame setzt, dem muss bewusst sein, welche Konsequenzen daraus folgen. Ne? Das war sein Plädoyer zu dem Taschenlampenangriff, oder? Ich weiß gar nicht, ob es der Taschenlampenangriff oder der Steinwurf war. Die Leute müssen darauf gefasst sein, von dir verletzt zu werden. Utopisch, diese Aussage. Utopisch. Und dass das durchgegangen ist, ne? Also, unfassbar. Weil die Hater halt, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, von dem ich eigentlich keine Lust habe, drüber zu reden. Also nur ganz kurz, die Hater. Und wir sind beim Thema Hater. Wie immer. Greifen jetzt auch meine Freundin an, was sie wieder beweisen, dass sie auf unschuldige Menschen losgehen, nur weil sie mit mir in Verbindung stehen oder mit mir in Verbindung haben. Und es. Ja, aber du hast sie selber da reingezogen. Oder ihr habt euch dazu entschlossen, dass sie mitspielen möchte. Das haben sie übrigens schon gemacht, bevor meine Freundin überhaupt bekannt war.
Also bevor überhaupt bekannt war, wer meine Freundin ist oder dass sie meine Freundin ist. Die haben nur mein Auto vor der Tür stehen gesehen und sind sofort auf sie losgegangen und auf das ganze Umfeld auch noch dazu. Und dann denke ich mir halt auch so, ja, und das ist jetzt ein Grund, sie zu haten, weil. Und das zeigt dann wieder, dass die Hater definitiv sich falsch verhalten und dabei halt immer versuchen, als die Guten dazustehen. Dabei. Meiner, die Hater sind aber keine Einzelpersonen. Was rede ich denn hier? Andersrum. Die Hater sind keine Gruppe. Wir sind Einzelpersonen. Und jeder tut so, was er möchte. Und da gibt es halt Leute dabei, die dann Pizza bestellen auf deinen Namen, überall hin. Muss ich nicht schön finden. Ne? Und ich kann auch, glaube ich, sagen, mache ich nicht und mag ich auch nicht, weil der Schaden hat der Pizzalieferant. Wobei, sagen wir mal ehrlich, der Name Rainer Winkler, der sollte eigentlich hier in jedem Pizzaladen irgendwo aushängen wahrscheinlich. In ganz Deutschland sollte zumindest einer den Namen Rainer Winkler kennen. In diesem Pizzaläden. Egal. So. Was wollte ich sagen? Ach ja, ich finde es nicht so toll, aber es gibt halt diese Leute. Und da werde ich auch nichts gegen machen können. Und warum sollte ich auch? Der Einzige, der hier provoziert und die Leute mit reinzieht, das bist du. Da ist es genau das Gegenteil. Die greifen irgendwelche unschuldigen Menschen an und dann, also nur so viel zu dem Thema. In der letzten Zeit alles ziemlich schwierig. Das ist schon okay, Umgeltschau. Ich kann ja leider momentan auch nichts machen dagegen. Ich weiß, dass ich euch in der letzten Zeit sehr hängen habe lassen. Ich hatte mir das auch alles anders vorgestellt. Einfacher vor allem. Ja. Einfacher. Es wäre ja so schön, wenn alles einfacher wäre, ne? Aber jeder wusste es, Rainer. Ich wiederhole mich, aber jeder wusste, wie das hier ablaufen wird. Wenn du mit deinem höchst unauffälligen Ford Blue durch Deutschland reist. Aber es ist natürlich einfach mal wieder so, dass natürlich nichts, was ich mir vorstelle oder nichts, was ich plane, einfach ist. Aber was? Was hast du denn geplant? Du hast überhaupt nichts geplant. Du hast dir dieses... Fangen wir nochmal an. Du hast das Haus und den Hof verkauft. Dann hast du dir von mindestens der Hälfte des Geldes, hast du dir dieses Auto geholt, was absolut bescheuert war. Ne? Aber großes Auto macht fremd. Gut. Dann hast du bis zum letzten Moment ausgeharrt in der Schanze, bis sie dich rausgeschmissen haben tatsächlich. Und dann musstest du in einer Nacht- und Nebelaktion deine Sachen einlagern und dann verschwinden. Und du hast dich um nichts gekümmert. Du hast darauf gehofft, dass die Gemeinde dir eine Wohnung zur Verfügung stellt. Aber das hat leider nicht geklappt, weil in dieser Wohngemeinschaft, in der du vorgestellt wurdest, haben die gesehen, was für ein Mensch du bist. Und haben dann gesagt, nee, niemals im Leben, der kommt bei uns nicht rein. So, und dann musstest du mit dem Auto losfahren. Bist direkt ins Hotel und hast natürlich erstmal Streams und Videos gemacht. Oh, wie aufregend das hier ist und bla bla bla. Nee, Streams stimmt gar nicht, sorry. Streams nicht, Video. Du hast das Video im Hotel gemacht und wie aufregend das hier alles ist und wurdest natürlich sofort gefunden. Sofort. Wegen diesem Auto. So. Musstest dann in Anführungsstrichen fliehen, ne? Weil die Leute dann natürlich dieses Hotel auch kontaktiert haben und so weiter und so weiter. Und so zieht sich das ja durch. Du fährst irgendwo hin, wirst erkannt, kannst in diesem Hotel nicht bleiben oder in dieser Pension nicht bleiben, weil du Angst um dein Auto hast. Ne? Teilweise auch zu Recht. Ich erinnere nur, du hast versucht, Leute auf dieser Wiese zu überfahren. Ne? Und auch so ansonsten, wie du fährst. Und so zieht sich das ja jetzt schon seit ein paar Wochen durch. Fährst irgendwo hin, wirst erkannt, fährst wieder weg und so weiter und so weiter. Ein kleines Katz-und-Maus-Spiel. Viele haben es Schnitzeljagd genannt, aber ich würde sagen so Katz und Maus. Hast du... Nee, aber was hat
Aber was habt ihr euch denn auch gedacht? Meine Güte. Aber was hast, habt ihr euch den auch gedacht, wenn ihr Videos macht? Meine Güte, Mr. Bubbletier, ist selbe Rechtschreibung wie rein, alle. Wenn ihr Videos macht. Was? Also was hast, habt ihr euch gedacht, wenn ihr Videos macht? Ich verstehe die Frage jetzt an sich nicht. Ja, ist doch ganz klar. Es geht um dieses Heiratsantragsvideo. Was habt ihr euch dabei gedacht? Das war das Dümmste überhaupt. Wirklich. Ihr habt damit gezeigt, okay, hier diese Frau, die ist jetzt auch Teil. Ne? Die macht jetzt auch mit. Und los geht's. Ich weiß nicht, für mich sieht es halt so aus, als würde sich eigentlich mein Leben langsam dem Ende neigen. Nicht so irgendwas mit Selbstmord oder so, sondern Bitte was? Mein Leben neigt sich dem Ende. Was war das mit Selbstmord? Mal ein bisschen zurück. Frage jetzt an sich nicht. Ich weiß nicht, für mich sieht es halt so aus, als würde sich eigentlich mein Leben langsam dem Ende neigen. Nicht so irgendwas mit Selbstmord oder so, sondern. Ah, nett so irgendwas mit Selbstmord. Okay. Mein Gott, Rainer. Aber das kennen wir. Das gab es ja die letzten Jahre auch schon. Dass Rainerle melancholisch wurde und oh, mein Leben ist so schlecht und alles geht hier nicht so, wie ich das möchte. Ah, ich werde mich aber nicht umbringen, umbringen ist feige und bla bla bla. Und dann kommt wieder eine Woche später oder ein paar Tage später ein unbesiegt Stream. Ah, ihr werdet mich niemals besiegen, ich komme stärker hervor wie sonst was. Es wiederholt sich einfach alles. Es wiederholt sich alles. Rainerle wird immer unbesiegt bleiben. Ich habe in der letzten Zeit so viel gekämpft, in den letzten Jahren so viel gekämpft. Ja. Ich kann einfach nicht mehr. Ja. Das hast du schon 2021, glaube ich, das letzte Mal gesagt, als du deinen Kanal löschen wolltest. Da hast du das genauso selber auch gesagt. Kannst nicht mehr. In einer Woche lösche ich meinen Kanal, am Samstag den so und so, um genau und die Uhrzeit. Ich habe mir schon einen Wecker gestellt von Alexa. Dann haben die Hater einen Stream gemacht und haben immer geschaut und so, oh, er hat seinen Kanal ja doch nicht gelöscht. Und dann kam die große Qualitätsoffensive, quasi der Phönixdrache wieder, ne? Und es geht immer wieder so weiter. Die Spirale dreht sich. Es gibt kein Projekt YouTube. Es gibt kein Drachenspiel. Es gibt nichts in dieser Richtung. Das ist eine Wahnvorstellung, die sich die Hater selbst einbilden. Sie sind es, die willkürlich irgendwelche Leute angreifen. Das sieht man jetzt am Max, dem Zeugen aus der Gerichtsverhandlung. Ah, der Taschenlampenhater. So ganz willkürlich greifen die den nicht an. Also, was der sich geleistet hat, das war schon schwierig, sage ich jetzt mal, ne? Die erste Zeugenaussage, da war er ja schon grenzwertig und die Leute haben gesagt, was ist mit dem los? Warum hat er sich nicht vorbereitet? Und jetzt die zweite Verhandlung dann, ne, sich da schon wieder nicht vorzubereiten auf seine Aussage vor Gericht und dann auch noch da alkoholisiert hinzugehen. Also er war ja jetzt als er vor Gericht war, direkt die Aussage getätigt hat, hat er ja in Anführungsstrichen nur zwei Bier getrunken und ein Schnitzelbrötchen. Ne? Muss man nicht verstehen. Er war jetzt aber auch nicht hart alkoholisiert, denke ich mal. Aber er hat sich schon wieder nicht vorbereitet. Und dann danach, nach der Aussage, so abzugehen vor dem Gerichtsgebäude und sich mit den Justizbeamten da anzulegen. Also, der ist mit dir, Rainerle, auf jeden Fall irgendwie auf einem Level. So was Planung und Intelligenz angeht.
Wirklich. So. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Was hat Rainer noch mal gesagt? Das habe ich schon wieder Das sieht vergessen. man jetzt an meiner Freundin. Das Ach so, ja, genau. Ja. Red mal weiter, Rainer. sieht man jetzt an irgendwelchen anderen Beispielen, die es in der letzten Zeit gegeben hat, wie diese Sache, wo ich angeblich einziehe. Dabei ziehe ich da gar nicht ein, muss die ganze Webseite und alles down gemacht haben. Und Welche Webseite wurde denn down gemacht? Weiß ich gerade gar nicht. Wie gesagt, ich war eine Woche, habe ich mich absolut nicht mit Reinalde beschäftigt. Das war schön. Das war richtig schön. irgendwelchen Leuten, die mir nicht mehr bekannt sind. Ich habe nicht vor, zu löschen. Ich möchte ernsthaft diskutieren. Ich wollte die letzten Jahre nichts anderes machen, als einfach nur meine Meinung zu äußern. Mehr habe ich nicht gemacht, aber Du hast nie ernsthaft diskutiert. Immer wenn es zu einer Diskussion gekommen ist, Reinalde, warst du irgendwann so wütend, weil du keine Argumente mehr hattest und hast dann wild umhergebannt. Ne, das war 2017 schon, 18, 19, 20, 21 und heute auch. Weil irgendwann kommt man halt auf den Kern des Ganzen. Dieser Kern, das ist deine Unfähigkeit, deine Faulheit. Ne? Und man merkt halt dann irgendwann, und wahrscheinlich du selber auch, dass du derjenige bist, der hier provoziert und ja, Schrott-Content in die Weltgeschichte hinaushaust. Und deine Aussagen alleine, die du ja immer versuchst zu rechtfertigen. Du hast dich ja auch nie wirklich für irgendeine deiner Aussagen einfach nur mal entschuldigt. Selbst die Wien-Aussage war so eine hingerotzte Entschuldigung mit ich war müde. Das zählt aber nicht. Wenn du müde bist, Rainer, geh ins Bett oder halt einfach mal den Mund. meine Meinung ist etwas, was anscheinend andere Leute provoziert. Und anstatt dass sie sich dann einfach einen anderen Kanal oder ein anderes Video raussuchen, schauen sie sich das Video an und fühlen sich immer mehr getriggert. Ja, stimmt. Weil man auch nicht nachvollziehen kann, wie du so sein kannst und warum du so etwas sagst. Das versteht man dann einfach nicht. So, anstatt einfach mal zurückzurudern, so, und dich zu entschuldigen, nein, kippst du weiter Öl ins Feuer. Du machst es ja immer nur noch schlimmer. Wirklich. Man denkt, jetzt hat man alles von Rainerle gesehen. Aus und vorbei. Aber nein, da kommt immer wieder irgendein Schwachsinn daher, den du machst, oder irgendeine Aussage, die noch schlimmer ist als die davor. Zum Beispiel deine, ich dachte, Wien wäre schon schlimm, wo du erzählt hast, hey, hier, da sterben gerade viele Menschen. Ja, aber bei mir ist immer Terror, bei mir vor dem Haus. Blablabla. Bla. Und Mitgefühl brauche ich nicht. Die Leute haben auch kein Mitgefühl für mich. So, und dann kommt die Ukraine-Aussage, die du jetzt als letztes getätigt hast, die mich wirklich, wirklich zur Weißglut gebracht hat. Wo du erzählt hast, du überlegst oder hast überlegt, in die Ukraine zu fahren, um da zu helfen. Du wolltest mit dem Leid anderer Menschen Geld verdienen. Was anderes war das einfach nicht. Du wärst nie im Leben in die Ukraine gefahren. Und du bist ja laut eigener Aussage auch nicht gefahren oder nur nicht gefahren, weil das deutsche Gericht ja dann was dagegen gehabt hätte, ne? Weil die hätten das ja dann als Flucht ausgelegt und du hättest ja nicht zur Verhandlung wiederkommen können. Ich kriege schon wieder Puls am Morgen. Ganz ruhig. Rainerle wollte halt wieder mal mit dem Leid anderer Menschen Geld verdienen. Das hat er aber irgendwie nie kapiert. Das oder sieht es vielleicht nicht. Ganz ruhig. Auf jeden Fall sind es diese Aussagen, Rainerle, die Leute dich hassen lassen. Ne?
Und da kann man auch nicht einfach so mal weggucken und das so stehen lassen. Ja? Da gibt man dir halt Kontra. Du musst ja auch die Meinungen der anderen aushalten. Tja, ich habe keine Ahnung. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich keine Vermietungsstelle, also dass ich keine Mietswohnung oder kein Mietshaus oder sowas bekomme. Pass nur auf, ich verdiene so viel mit YouTube, dass ich mir auch ein Mietshaus holen könnte. Danke, Rainer. Ja, mach das doch. Mach das. Aber mit deiner Vita, sage ich jetzt mal, schwierig. Vor allem, da du immer noch ein laufendes Gerichtsverfahren am Hals hast. Die Revision ist ja, meine ich, noch nicht durch. Und was hast du für Sicherheiten? Keine. Absolut keine. Das Einzige, was da irgendwas an Wert noch hat bei dir, ist dieses Auto. Aber ansonsten hast du doch so gut wie kein geregeltes Einkommen eigentlich. Und deine Buchführung ist höchstwahrscheinlich gar nicht existent. Mehr Probleme. Gar kein Thema. Nur, dass es halt keiner macht. Hier werden keine Leute dafür angemacht, dass ich hier einfach nur einen guten Tag wünsche. Entschuldigt, dass ich heute ein bisschen eine bedrückte Stimmung an den Tag lege. Meine Hand zittert. Entschuldigt, ich bin heute echt nicht auf der Höhe. Oh. Es tut mir leid, dass die Stimmung ist, dass die Hater sich darauf jetzt einkeulen. Was? Ich keule mir ganz bestimmt nicht ein, aber ich find's schön. Reinald, wenn es dir schlecht geht, geht's mir gut. Diese Maxime gilt weiterhin. Und ja, es ist einfach schön, dass auch mal wirklich ein bisschen Karma vielleicht auf dieser Welt existiert. Das zeigt aber auch wieder, das sagt aber wieder mehr über die Hater aus als über mich. Ich kann. Ach, war das ein Kommentar? Ah, tatsächlich. Score Janssen. Das Doofe an deiner Stimmung ist, dass die Hater sich darauf jetzt einkeulen. Ja, das ist natürlich richtig doof, Score Janssen. Vielleicht solltest du ihm ein bisschen mehr Geld spenden. Dann ist seine Stimmung vielleicht wieder auf dem Höhepunkt irgendwann. Aber erwarte bitte keine Dankbarkeit dafür. Von Reinerle. Auch in meiner Stimmung jetzt gerade mit euch reden. Die Hater allerdings zeigen damit nur, dass sie einfach keinerlei Respekt und keinerlei Anstand und keinerlei Vernunft besitzen. Und damit habe ich jetzt schon wieder provoziert. Wie es auch. Hat selber gemerkt. Muss man Reinhard jetzt mal lassen. Er hat selber gemerkt, dass er jetzt gerade provoziert hat. Und Leute beleidigt hat. Ja. Das sieht. Hörst dich gar nicht gut an. Kein Wunder, ich fühle mich auf alles andere als gut. Ich habe in den letzten 2-3 Tagen ziemlich viele Fehler gemacht. Rede weiter, Rainer. Jeder macht Fehler, Drache, das ist normal. Ja, nur das Schlimmste ist, wenn man Fehler macht, die man nicht wieder gut machen kann. Und vor allem, wenn man nicht weiß, ob man diese Fehler wieder gut machen kann. Ja. Er hat in den letzten 2-3 Tagen Fehler gemacht. Der Stream ist von Sonntag, das heißt, so Donnerstag, Freitag, Samstag hat er irgendwas gemacht, was ihm jetzt richtig die Stimmung zerstört hat. Also natürlich, Ranger hat es schon geschrieben, Mona weg. Das ist natürlich die große Frage. Hat Mona ihn jetzt wirklich vor die Tür gesetzt? Ich hatte es vor 1,5 Wochen, glaube ich, schon gesagt, das hält keine 3-4 Wochen. Irgendwann wird es einen Heuli-Heuli-Stream geben, die Hater sind so böse, Mona hat mich verlassen, wegen den Hatern, bla bla bla. Ist es das vielleicht? Ich hatte mir ja ein bisschen mehr Geheule erhofft, ne? Aber vielleicht ist es das, ja. Vielleicht ist Mona weg, vielleicht ist es auch was anderes. Wir wissen es ja nicht, ist ja alles Privatsache. Schauen wir mal. Es wird auf jeden Fall wieder etwas spannender um Reinerle. Mir ist durchaus klar, wie das rüberkommt, aber wie gesagt, ich bin momentan nicht in der Lage, anderen Content zu produzieren. Videos und Streams ist momentan schwierig. Dann hör doch auf. Und
setz dich nicht dahin und streame in diesem Zustand. Ne? Wenn es dir nicht gut geht oder wenn es dir schlecht geht, dann mach doch keinen Stream. Oder? Weiß ich nicht. Das ist doch keine Unterhaltung für deine Drachis, wenn du schlecht gelaunt bist. Aber ja, ist halt Profi-YouTuber. Seit 8, 10 Jahren. Videos sind einfacher als Streams, aber selbst bei Videos kann ich nie sicher sein, dass dann die Leute nicht anfangen, in der Gegend, wo ich hingefahren bin, zu suchen oder da Leute zu belästigen und so weiter. Das Problem ist ja letzten Endes, wenn ich anfange, irgendwelche Videos hochzuladen, dann werde nicht ich, sondern auch andere angegriffen. Was? Wo ist eigentlich der Drache läuft Content rein, Alter? Du wolltest da auch mal Videos von produzieren wieder. Aber irgendwie kommt da jetzt auch nichts mehr. Das waren, was waren das, 3 Videos oder so? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Und dann war aus und vorbei. Deine großen Reisevideos sind absoluter Müll. Das Einzige, was man sieht, ist die Autobahn bei dir. Mit unfassbar schlechter Musik. Und langweiliger Musik. Und viel zu laut. Aber dieser Reisevlog, den du da immer machst, der ist schrecklich. Er ist einfach nur schrecklich. So, und ja, warum gehst du nicht irgendwo hin und zeigst uns die Landschaft? Ne? Irgendwelche Sehenswürdigkeiten. Das hattest du doch auch mal vor. Du wolltest doch in irgendeine Stadt fahren und Sehenswürdigkeiten angucken. Klar wirst du erkannt in Städten, dann fährst du halt aufs Dorf oder was weiß ich wohin, wo es irgendwo interessant ist. Hast du ja mal versucht, du warst ja bei der Teufelshöhle oder Hölle, wie du es ja gerne schreibst, und bist nicht mal reingegangen. Das muss man sich mal vorstellen. Da fährt dieser Mensch zu dieser Sehenswürdigkeit in der Fränkischen Schweiz, die Teufelshöhle, geht dahin, macht davon ein Video, stellt sich davor vor den Eingang und sagt, hier komme ich ja gar nicht rein. Ist ja 2G. Ich bin ja auch gar nicht vollständig geimpft. Und dann geht er wieder weg. Und dann geht er da 1, 2 Meter in die eine Richtung und dann in die andere Richtung. Und das war's. Und das nennt er dann den Besuch bei der Teufelshölle oder Teufelshöhle halt. Und dafür wirst du halt kritisiert, Rainer. Ne? Für diesen Müll-Content. Das ist genau mein Problem. Es ist halt wirklich ein Problem. Wenn ich wirklich wieder eine Wohnung oder besser gesagt noch ein Haus hätte, dann würde die Sache anders aussehen. Aber ich kann ja nicht mal mir irgendwo eine Wohnung oder ein Haus zulegen, weil sobald ich das mache, da wieder Randale ist. Hm. Ich sag dir einfach die Wahrheit. Hör auf mit dem Internet und arbeite zusammen mit was, um dein Leben in eine andere Bahn zu lenken. Rainer, bitte lies doch einfach mal diesen Kommentar richtig. Mr. Bubble Tea schreibt, ich sag dir einfach die Wahrheit. Hör auf mit dem Internet und arbeite mit dem Sozialamt und einem Psychiater zusammen, um dein Leben in eine andere Bahn zu lenken. Hat er recht? Hat er nicht ganz unrecht? Wo ist eigentlich der Medienberater, der vom Gericht quasi angewiesen wurde? Du solltest doch immer dich bei einem Medienberater melden. Ja, du weißt schon, ne, wie viel Geld ich mit YouTube mache und dass mir mein Job im Normalfall Spaß macht. Das einzige Problem ist, dass ich momentan eben keine Wohnung besitze. Und auch. Das ist das Problem, ja. Das ist immer das Problem. Es ist immer irgendetwas. Als er die Schanze noch gehabt hat, war es, ich habe nicht die richtigen Requisiten, die Hader, ich kann das und das nicht umsetzen, ich konnte ja nicht rausgehen und laufen, weil die Hader und die hätten ja mein Haus kaputt gemacht. Jetzt, kann er das und das nicht machen, weil er keine Wohnung hat oder kein Haus. So ein Quatsch. So ein Schwachsinn. Es ist immer irgendwas anderes.
Es ist nie Rainer selber, der mal Verantwortung übernimmt. Rainer, du hättest doch alle 3 Tage ein Drache-Läuft-Video aufnehmen können, irgendwo. Na, du bist doch mobil. Du hättest irgendwo hinfahren können. Und so, hier, ich laufe jetzt da und da hin und rede über das und das. Das kannst du doch so gut. Schwafeln. Schwafeln kannst du wirklich wie kein Zweiter. Na, kommt zwar meistens nur Müll raus oder irgendwelche provokanten Aussagen. Ja. Aber trotzdem, geh doch einfach mal. Anstatt so einen bescheuerten Stream rauszuhauen und dann immer diese komischen Infos zu droppen. Es geht euch nichts an, es ist privat. Und dann haust du solche Sachen raus wie, ich werde jetzt, ich habe mich bei verschiedenen TV-Shows beworben. Biggest Loser und Love Island und was weiß ich nicht alles. Was dachtest du denn, was passiert mit dieser Info? Mensch, rein alle. Warum kannst du denn nicht einfach mal nachdenken, bevor du deinen Mund öffnest? Kein Haus, in dem ich was machen kann. Und ich habe jetzt aufgrund meiner Schulden, die ich hatte vor dem Hausverkauf, auch keine Rücklagen, um mir entsprechend... Ja. Oh Mann, ich muss heute echt viel Pause drücken. Aber schön, Rainer. Schön, schön, schön. Und warum hast du keine Rücklagen? Weil du nämlich nach dem Hausverkauf fast dein gesamtes Geld auf den Kopf gehauen hast. Für diesen Ford Ranger zum Beispiel. Der viel zu teuer ist, weil jetzt nämlich die neue Version rauskommt. Das heißt, die Preise fallen von diesem Auto. Und der ist ja auch nicht gerade spritsparend und der ist bestimmt auch in der Versicherung super toll, günstig, ne? Ja. Und dann hast du dir diesen ganzen anderen Kram geholt. Eine VR-Brille, eine neue Grafikkarte. Was war noch dabei? Irgendwas Tolles hast du dir noch besorgt. Ah, hier, Tablet zum Beispiel. Und. Ja, warum? Warum nicht? Es wäre viel sinniger gewesen, hättest du dir irgendeinen Transporter geholt oder irgendein Wohnmobil, ne, wo man auch drin schlafen kann. Irgendwas Unauffälliges. So ein 0815 Wohnmobil. Wenn du hattest diese Idee oder diesen Plan, durch Deutschland zu fahren, den hättest du ja umsetzen können mit einem Wohnmobil. Aber nein, du musstest dir ja diesen Ford Ranger holen. Das unlogischste Auto überhaupt für diesen Plan. Aber es hat halt gepasst. Wirklich, es hat zu dir gepasst. Dieser Autokauf und diese ganzen anderen unnötigen Sachen, die du gekauft hast. Und jetzt wunderst du dich, dass du kein Geld mehr hast, dass du keine Rücklagen hast. Du lebst von Monat zu Monat und hoffst einfach, dass die Barren nie versiegen werden. Und deswegen wahrscheinlich auch dieser Stream. Brauchst Geld. Vielleicht was zuzulegen, obwohl es vielleicht eine Möglichkeit gäbe. Was hilft dir das ganze Geld? Nichts. Geld benötigt man zum Leben, bedauerlicherweise. Wenn man Geld nicht zum Leben benötigen würde, würde es mir auch am Arsch vorbeigehen. Und tatsächlich geht mir Geld bis zum gewissen Grad auch nur am Arsch vorbei. Ja, klar, Rainer. Geld war dir nie wichtig. Außer du hast es halt gebraucht. Ja. Aber sonst möchte Rainer überhaupt gar kein Geld haben. Rainer, du hast doch gesagt, du verdienst so viel Geld mit YouTube. In diesem Stream sogar. Als der Mr. Bubble Tea dich auf das Sozialamt hingewiesen hat. Hast du gesagt, du verdienst so viel Geld mit YouTube. Na, das ist nicht das Problem. Aber jetzt sagst du, oh, Geld ist mir eigentlich vollkommen egal. Wenn es dir vollkommen egal ist, Rainerle, und du einfach nur deinen Frieden haben willst, dann hör doch auf, YouTube-Videos zu machen oder generell Internet. Hör einfach damit auf und geh zum Sozialamt, wie der Herr es schon gesagt hat. Ich gehe mal davon aus, es ist ein Typ, Mr. Bubble Tea, ja. Und lass dir helfen.
ne? Dann hast du deinen Frieden und alles ist okay, wenn du nicht viel Geld brauchst. Aber das ist schon wieder gelogen. Er möchte sich als den Menschen hinstellen, der er nicht ist. Das ist er einfach nicht. Er setzt wieder diese Maske auf, ne? Die er sich selber durch seine eigenen Aussagen wieder kaputt macht. Kleines Beispiel, ich habe letzten Monat einem Kumpel über 1500 Euro geliehen. Ja, natürlich hast du das. Oh, einer. Ja, na klar hast du das. Du hast ganz bestimmt irgendeinem Kumpel 1500 Euro geliehen. Das glaubst du doch selber nicht. Als diese Leute in deinem Dorf oder im Ahrtal ja auch, also diese, wo diese Flutkatastrophe gewesen ist, hättest du doch Geld spenden können, ne? Aber nein, hast du nicht. Du hast gesagt, ich habe kein Geld. Aber ich weiß gar nicht, ob es am selben Tag war oder am nächsten Tag, haust du Geld raus für dieses Pokémon-Spiel. Ne, diese Arena-Pässe oder was das war. Hast du erstmal ein paar Euro locker gemacht. Es war sogar gar nicht mal so wenig. Und hättest du nur, sagen wir, 20 Euro gespendet. Einfach so. Und hättest das gezeigt. Hier, Leute, ich habe zwar nicht viel Geld, aber hier 20 Euro. Gebt, was ihr könnt. Wäre alles okay gewesen. Aber zu sagen, ich kann ja nicht, weil ich habe ja so wenig Geld über. Und dann am nächsten Tag für ein Spiel so und so viel Geld raushauen, das beißt sich ein bisschen. Und dann wolltest du denen ja Müll schicken. Diese Federdeckel. Du wolltest denen einfach deinen Müll schicken, was du wahrscheinlich auch nie gemacht hast. Aber gut. Ja. Einfach so, weil er einfach das Geld benötigt hat. Dafür sitze ich im Moment einfach in der Scheiße. Geld bedeutet mir ernstlich nichts. Es geht nur darum, ich benötige halt auch ein bisschen Minimum an Kohle, um auch überleben zu können. Und ohne Geld kann ich mir zum Beispiel kein Haus kaufen. Ohne Haus oder ohne Wohnung habe ich halt auch keinen Wohnsitz, wo ich dann auch einfach meine Streams und meine Videos machen kann. Wobei ich sag's wieder, aber es ist immer irgendetwas, was ihm fehlt. Sei es Requisiten, ein richtiger Standort oder was weiß ich. Es gibt immer irgendeine Ausrede, dass Rainerle keine Videos oder Streams produzieren kann. Schuld sind immer die anderen. Weil hier ein eigenes Haus kaufen besser wäre, als eins zu mieten. Hm. Ich kenne das Teil, wovon du gerade sprichst. Weil ich bin für sowas zu grobmotorisch. Das ist nicht so meine Welt. Ich glaube, es geht um dieses, falls du jetzt öfters Vlogs machst, kann ich dir einen Kamera-Gyro-Stabilisator empfehlen. Damit ist es viel einfacher gut zu filmen, wie eine Art Selfie-Stick. Meine Güte, eure Rechtschreibung. Ja, ich weiß, was er meint, diesen Gyro-Stabilisator, die sind super, die Teile. Vor allem für Rainer, da wären die ja tatsächlich sinnvoll. Weil wenn man sich mal Rainerles Videos anschaut, wo er sich bewegt, er filmt ja nur sich beim Laufen oder Gehen, den Kopf und hält das Handy, ich weiß nicht, irgendwie so richtig nah an den Körper und dann geht der Seegang los. Ne? Er wrongelt halt, wie man ihn halt, wenn man ihn mal gehen gesehen hat. Er wongelt. Ne? Von rechts nach links. So, und wenn man sich diese Videos anguckt, da wird einem teilweise ja wirklich übel. Man wird seekrank. Ne? So ein Gyrostabilisator tatsächlich wäre eine gute Idee. Das kann ich leider nicht mehr anfangen. So, es ist bloß ein kleiner Stream, aber jetzt knapp eine halbe Stunde. Wir machen die halbe Stunde noch voll, denke ich. Ich bin fast bei einer Stunde. Meine Güte, und das ist eigentlich nur ein 10-Minuten-Video. Muss einfach wieder reichen. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen ablenken, sonst weiß ich nicht, was ich gleich noch mache. Mhm. Gerade erklärt, dass es nicht so einfach ist, sowas zu machen. Du kannst dir gerne mal meinen Lebensstil versuchen, mit so vielen Hatern an der Arschbacke, und dann schauen wir, wie viel anständigen Content du auf die Reihe kriegst. Schön. Schön, wie du deine
Saalschweine, ne, wieder beleidigst. Finde ich klasse. Ich hoffe, die merken das auch mal. Und jeder andere, Reinalde, hätte schon längst die Reißleine gezogen. Aber sowas von. Ne? Einfach mal Füße stillhalten, sich eine Arbeit suchen. Aber das schaffst du nicht. Das schaffst du nicht. Du provozierst lieber, beleidigst lieber und lügst und betrügst. Gut, Leute. An der Stelle würde ich mich jetzt verabschieden. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drache und haut rein. Tschüss, tschüss. Ja, schön, 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 schön. Wunderbar. So, kurzer Widerschnitt. Während ich dieses Video aufgenommen habe, hat Reinalde tatsächlich noch einen Community-Post rausgehauen. Ich habe mir das mal aus der Telegram-Gruppe rausgezogen. Und wir schauen mal, was Reinalde heute jetzt so vorhat. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen, Rainer. Metal, Leute. Und einen wunderschönen Morgen zusammen. Plan für heute, ich werde diese Woche im Blog zusammenfassen. Ah, schön, Rainer, freue ich mich drauf. Genaueres später am Mittag oder Abend im Blog zu lassen. Hey, ein Schlaganfall? Genaueres später am Mittag oder Abend im Blog zu lassen. Ah, ich glaube, er wollte zu lesen schreiben, oder? Ja, denke ich mal. Dann werde ich jetzt nach dem Frühstück anfangen, ein Volk aufzunehmen und an zwei Skripten arbeiten, sowie einem Intros an einer neuen Serie, die hoffentlich Anfang August starten kann. Och, mein Schreiner. Warum? Willst du nicht mal eine Sache anfangen und zu Ende bringen, bevor du hier... Was ist mit den Drache-Läuft-Videos? Ich habe es vorhin schon gesagt. Drache läuft, Rainer. Wo ist dieses Erfolgsformat? Oder Drache kocht? Bitte. Anschließend gibt es etwas Privatleben und dann heute Abend lege ich mich ins Bett, schau meine Wiedergeburt als Schleim und werde einpennen. Soweit zu meinem Montagmorgen. Euch allen einen guten Start in die neue Woche, meine lieben Fans, Zuschauer und Hater sowie HaterInnen. Okay. Er wollte die Hater nicht mehr erwähnen, aber schön, dass er in diesem Community-Post im letzten Satz nochmal auf die Hater eingeht. Finde ich klasse, Rainer, finde ich klasse. Ja, schön. Man sieht, Rainer, der geht's wieder besser. Besser als gestern. Ja. Hat jetzt wieder viel vor. Zwei Skripte. Ein Intro. Ach Gott. Dann kommt noch ein Vlog oder ein Volk, wie er es hier so schön schreibt. Ah, mein Gott. Ja, liebe Leute. Eine Stunde habe ich jetzt fast gebraucht, 58 Minuten, für dieses 10-Minuten-Stream von gestern. Aber da hat Reinerle ja mal wieder rausgehauen. Ich überlege noch, ob ich den Drache auf Reisen Part 3, das hat er ja auch noch irgendwie ins Netz geladen, mir anschauen werde. Ich weiß noch nicht, ich habe so die Befürchtung, es ist wieder nur Autobahn mit Musik. Und da habe ich eigentlich keinen Bock drauf, wo ich gerade sehe, das geht nur 3 Minuten. Na, mal sehen, vielleicht kommt da noch was. Also. Ja, vielen lieben, lieben Dank an alle, die das mit mir bis zum Ende hier durchgehalten haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Na? Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder, wie der schöne Reinhard so sagt. Der schöne Reinhard, meine, was ist los mit mir? Wie der Reinhard so sehr gerne sagt. Und mir bleibt erstmal nichts weiter zu sagen als, ja, Metal off, ihr Lieben.